Hallo zusammen. Menschen sind von Natur aus neugierig, deshalb suchen sie täglich nach neuen Erfahrungen. Wir wollen immer etwas Unglaubliches und Ungewöhnliches sehen, aber wir vergessen, dass wir von unglaublichen Dingen umgeben sind. Ernsthaft, die einfachsten Dinge können uns minutenlang in ihren Bann ziehen, wenn man ihnen Aufmerksamkeit schenkt oder sie in einem anderen Winkel betrachtet. Ihr glaubt uns nicht? Wir garantieren, ihr werdet das heutige Video zurückspulen, um euch einige Momente nochmal anzuschauen. Lasst uns loslegen. Fangen wir mit einer Hypnosesitzung an. Erkennt ihr diese süßen, flauschigen Kugeln? Diese Nadelpflanze heißt Tuya. Diese riesige Plantage befindet sich in den Bergen Chinas. Schon eine leichte Brise lässt alle Büsche im Takt tanzen, was einen lustigen Effekt erzeugt. Sie sehen aus, als wären sie lebendig, oder? Überraschenderweise kann sogar der Prozess der Herstellung von Kosmetika extrem aufregend sein. Schaut euch nur diese Alchemie an. Ein paar Tropfen Wasser und eine seltsame Mischung verwandelt sich in eine elastische Hautmaske. Es fühlt sich ziemlich gut an und scheint großartig zu funktionieren. Kann uns jemand sagen, woraus dieses Ding besteht? Wenn ihr schon immer davon geträumt habt, Treibsand zu sehen, habt ihr hier die Möglichkeit, dies ohne Risiko zu tun. Dieser Typ hat an einem der Strände in Chicago eine Todesfalle gefunden. Es sieht so aus, als würde man einen LCD-Monitor mit dem Finger berühren. Übrigens ist es fast unmöglich, ohne Hilfe aus Treibsand herauszukommen, daher empfehlen wir, ein solches Experiment nicht nachzumachen. Selbst scheinbar gewöhnlicher Boden kann eine Bedrohung verbergen. Schaut euch an, wie er unter den Füßen dieser Typen wie Gelee wackelt. Sie hatten Glück, dass sie nicht mit einem Bagger dorthin gefahren sind. Es gibt drei Dinge, die man sich stundenlang anschauen kann. Feuer, Wasser und die Funktionsweise von Glasbläsern. Im Ernst, ist es nicht erstaunlich zu sehen, wie diese Leute Glas biegen und dehnen und es dann zu einem echten Kunstwerk formen? Hier sieht man zum Beispiel, wie ein volumetrisches Muster auf eine Vase aufgebracht wird. Viskoses geschmolzenes Glas dehnt sich wie Karamell und der Meister schneidet es dann mit einer gewöhnlichen Schere ab. Übrigens muss man für diesen Beruf eine sehr starke Lunge haben. Schaut zu, wie aufgeblasen die Wangen dieses Meisters aus China sind. Seid mal ehrlich, habt ihr als Kinder auch keine anständigen Sandburgen bauen können? Werfen wir mal einen Blick auf die Arbeit eines echten Profis. Aber Vorsicht, das Video ist zu faszinierend, dass ihr es euch den ganzen Tag lang anschauen könnt. So sieht die Struktur von außen aus, aber sie teilt trotzdem dasselbe Schicksal wie eure Sandburgen in der Kindheit. Ein Vulkanausbruch ist natürlich erstaunlich anzusehen, aber er ist selten und ziemlich gefährlich. Wir haben eine großartige Alternative: Puffballpilze in Zeitlupe platzen sehen. Nach der Reifung bildet dieser Pilz oben ein kleines Loch und wenn man darauf drückt, werden Sporenwolken in Form von Staub ausgestoßen. Ist es nicht wie ein kleiner Vulkan? Übrigens können einige dieser Pilze ziemlich giftig sein. Denkt daran, eure Hände zu waschen, wenn ihr diesen Trick nachmachen möchtet. Wir wissen nichts über dich, aber wir lieben das Getränk mit Aloe-Fruchtfleisch. Es stellt sich heraus, dass ein kleines Stück Blatt für eine Flasche ausreicht. Wer hätte gedacht, dass diese Pflanze so saftig ist? Schaut mal, wie nass das Fruchtfleisch im Inneren ist, das dieses Mädchen aus irgendeinem Grund mit einem Kamm schlägt. Das Ergebnis ist so etwas wie ein umweltfreundlicher Schleim. Anscheinend funktioniert die Hautpflege in China so. Es hat etwas Besonderes, auf der Couch zu liegen und komplexe Maschinen bei der Arbeit zu beobachten, oder? Deshalb ist es Zeit, sich die Arbeit einer Holzdrehmaschine anzuschauen. Bewundert die Magie, ein gewöhnliches Stück Holz in eine perfekte, gleichmäßige Kugel zu verwandeln. Ein paar Sekunden lang fliegt Sägemehl herum und dann ist die Perle für das Armband fertig. Die Welt um uns herum ist voller Wunder. Denkt eine Sekunde darüber nach, wie erstaunlich es ist. Eine ziemlich hässlich aussehende Raupe spinnt einen Kokon, verbringt einige Zeit darin und verwandelt sich dann in einen prächtigen Schmetterling. Im wirklichen Leben hätten wir nie genug Geduld, um diesen Prozess von Anfang bis Ende zu verfolgen. Danken wir also den Wissenschaftlern, denn sie haben den gesamten Lebenszyklus des Monarchenschmetterlings gefilmt, den ihr jetzt auf dem Bildschirm seht. Die Natur ist erstaunlich, nicht wahr? Wir haben vergessen, eine Warnung für Arachnophoben auszusprechen. Wir sind gerade dabei, einer Spinne beim Häuten zuzusehen. Hier sind einige Fakten über diesen gruseligen, aber lustig aussehenden Prozess. Zunächst wirft die Spinne während der Häutung nicht nur ihr altes Exoskelett ab, sondern kann auch einige ihrer inneren Organe wieder aufbauen oder ersetzen. Zweitens, wenn die Spinne plötzlich ein Bein verloren hat, kann sie sich innerhalb von 3 bis 4 Häutungen vollständig regenerieren. Schließlich dauert es einige Tage, bis das neue Exoskelett ausgehärtet ist. Der Schale beraubte und teilweise immobilisierte Arthropoden sind extrem anfällig. Jetzt wisst ihr, wann ihr eine Spinne angreifen müsst. Hebt mal alle eure Hände, wenn ihr gerne zeichnet. Ihr wisst wahrscheinlich, dass Porträts einer der schwierigsten Genres ist. Stellt euch nun vor, wie geschickt ihr sein müsst, um das Gesicht einer Person in einer einzigen Linie zu zeichnen, ohne anzuhalten. Das Ergebnis ist keine schlechte Skizze, sondern ganz niedliche Karikaturen. Wenn ihr eine möchtet, wendet euch an Brother Moto in Atlanta. Dort erstellt der Künstler Corey Mars einzigartige Zeichnungen auf Glas für Besucher.
Habt ihr jemals gefrorene Beeren für einen Kuchen oder Milchshake gekauft und euch dabei gefragt, wie Unternehmen diese Beeren im industriellen Maßstab herstellen? Nein, es ist nicht so, dass Tausende von Menschen am Förderband stehen und jede Beere von Hand einsteinen. Alles wird von dieser Maschine erledigt, was ziemlich faszinierend anzusehen ist. Die Beeren werden in einer speziellen Trommel mit Waben gegeben, wonach eine spezielle Presse eine Grube aus jeder Beere herausdrückt. Es gibt spezielle Werkzeuge für Kirschen, Pflaumen, Aprikosen und andere Früchte. Denkt ihr, dass Wanduhren nicht mehr im Trend liegen? Wie gefällt euch dann dieses Kunstwerk? Jede Minute verwandelt sich die chaotische Bewegung der Zeiger in den einzelnen Ziffernblättern in ein Bild, das die genaue Zeit anzeigt. Obwohl es vielleicht nicht die beste Idee ist, sie im Haus aufzuhängen, man kann sich von dieser Show zu sehr mitreißen lassen und zu spät kommen. Wenn ihr euch jedoch für einen Kauf entscheidet, findet ihr diese Uhr in der englischen Stadt Durham. Außerdem könnt ihr eine im New Yorker Museum kaufen. Bewundert jetzt die magische Arbeit einer der vielleicht besten Küchenmaschinen aller Zeiten. Ein mechanischer Apfelschäler und ein Apfelschneider zusammen. Ehrlich gesagt lohnt es sich, eine zu kaufen, wenn auch nur um Spaß zu haben. Wir würden viele Früchte essen, nur um zu sehen, wie die Schale immer wieder in Spiralen abfällt. Das gleiche gilt übrigens auch für Kartoffeln. Dieses Gerät ist einfach sehr praktisch. Ihr müsst zugeben, eines der faszinierendsten Dinge, die man sich anschauen kann, ist, wie aus einem leeren Blatt Papier Schritt für Schritt ein wahres Meisterwerk wird. Wie zum Beispiel dieses Kohleporträt, das so realistisch ist, dass ihr diesen Schrei in euren Kopf hören könnt. Nein, Gott, bitte nein. Wie lange habt ihr gebraucht, um zu erraten, dass es sich hierbei um ein Meme mit Michael Scott in The Office handelt? Warum davon träumen, Außerirdische zu treffen, wenn es auf der Erde seltsame Lebensformen gibt? Schaut euch diese Dinge an, die einen der Menschen am Strand in England erschreckt haben. Runde, transparente Tröpfchen stellten sich dabei als Lebewesen heraus. Dies ist die sogenannte Seestachelbeere, eine Ctenophore-Art. Sie ist nicht so primitiv, wie sie scheint. Diese Tiefseequalle hat ein ziemlich komplexes Nervensystem und sogar ein Organ zur Orientierung im Raum, das als elementares Gehirn bezeichnet wird. Im Gegensatz zu Quallen sind diese Kreaturen harmlos und stechen niemanden. Ihr könnt sie also risikofrei aus der Nähe bewundern. Dieses nächste Video ist ein besonderer Leckerbissen für alle Perfektionisten. Wir werden euch erklären, was in diesem Bild vor sich geht. So wird ein Betonfundament für ein zukünftiges Lager in den USA mit einer Fläche von mehr als 47.000 Quadratmetern vorbereitet. Man könnte sich das ewig anschauen. Der Beton kommt aus dem Betonmischer und dann kommt eine spezielle Nivelliermaschine zum Einsatz. Diese verwendet einen Laser, um das Fundament vollkommen flach zu bekommen. Jetzt ist nur wichtig, dass keine Katze darüber läuft. Wie kann man aus einer scheinbar gewöhnlichen Sache eine Show machen, die man sich immer und wieder ansehen möchte? Es ist ganz einfach, verwendet einfach einen Zeitraffer. Der Schöpfer dieser Videos hat über eine Woche lang den Backprozess gefilmt. Und wie sich herausstellt, war das eine magische Erfahrung. Könnt ihr euch vorstellen, dass es so aufregend sein könnte, den Teig aufgehen zu sehen? Denkt ihr, dass ihr die Farbe, die sich auf der Leinwand verteilt, anschauen werdet, ohne zu blinzeln? Glaubt uns, das kann sie. Wichtig ist, dass dieser Trick von einem echten Meister seines Faches ausgeführt wird. Schaut euch an, was dieser Künstler tut. Er legt eine kleine Plastikform auf die Leinwand und füllt sie nach und nach mit Acrylfarben in verschiedenen Farbtönen, die sich zu einem unvorstellbaren, komisch aussehenden Muster vermischen. Dann rührt er die Farbe ein bisschen um und fertig, das abstrakte Meisterwerk ist bereit. Wie könnten wir das vergessen, was uns in jedem Alter mit Freude in den Himmel schauen lässt? Vergesst übrigens nicht, euch vor dem Ende des Countdowns etwas zu wünschen. Der Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, nicht nur ein gewöhnliches Feuerwerk zu bewundern, sondern auch eine erstaunliche pyrotechnische Show in Dubai. Lichter aller Farben schießen direkt aus den Wänden des 828 Meter hohen Burj Khalifa. Was könnte schöner sein? Haben wir heute schon erwähnt, dass ein Zeitraffer alles in Magie verwandeln kann? Viele Ereignisse um uns herum geschehen so langsam, dass wir sie einfach nicht bemerken. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, welche schönen Sehenswürdigkeiten wir vermissen. Im Ernst, werft mal einen Blick darauf. Selbst Pilze beim Wachsen zu sehen ist faszinierend. Die beeindruckendsten Gemälde, die man endlos bewundern könnte, stammen aus der Natur. Diese heiße Quelle befindet sich in der Nähe der Stadt Mangya in der Provinz Quang Quai und wird Dämonenauge genannt. Schwefel malt die Quelle in leuchtenden Farben und es scheint so, als würde sie direkt in eure Seele starren. Übrigens gibt es nicht weit vom See entfernt eine Mars-Modellierungsbasis, ein Bildungslager für alle, die vom Mars begeistert sind. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, hat dieses Gebiet eine Landschaft und ein Klima, die dem auf dem roten Planeten ähnelt. Sogar Brotbacken kann eine echte Show sein. So aufregend, dass ihr eure Augen nicht davon abwenden könnt. Zumindest wenn es um Naan Brot geht. Falls ihr nicht wisst, wie dieses indische Gericht zubereitet und serviert wird, könnt ihr es jetzt lernen. Zuerst wird das Brot über offenem Feuer gebraten, dann in Fett getränkt und mit vielen Gewürzen bestreut. Und dann mit einem präzisen Wurf serviert. Jetzt werdet ihr Aufnahmen von einer der Entenfarmen sehen. Die scheint eine Antwort auf alle Probleme zu sein, die einen beschäftigen könnten. Braucht ihr Energie und Kraft? Schaut euch an, wie sich die Enten entlang der Küste in alle Richtungen verteilen. Ihr wollt Frieden und Ruhe? Beobachtet hunderte von Enten beim Schwimmen, während euer Stress nachlässt. Falls ihr in Harmonie mit der Welt sein wollt, findet ihr hier ein gutes Video. Gelbe Entenküken wandern langsam durch das Gras. Probiert es aus, es funktioniert.
Nur zur Erinnerung, in GTA Vice City kann man einen Cheatcode verwenden, mit dem ein Auto auf dem Wasser fahren kann. Wenn ihr vergessen haben solltet, wie das aussieht, findet ihr hier das Filmmaterial, das euch auf eine Nostalgiereise schicken wird. Dies ist übrigens keine Computergrafik, so sieht die Straße in der Präfektur Lianyungang während der Regenzeit aus. Eine falsche Bewegung könnte das Auto auf den Grund treiben, aber aus irgendeinem Grund ist dieses Video sehr entspannend. Warte mal eine Sekunde. Willst du verrückte Geschichten aus dem echten Leben hören? Nichts Ödes, nur Action, nur Abenteuer, Jagden und Kämpfe, Liebesgeständnisse und plötzlicher Betrug. Du glaubst uns nicht? Folge dem Link und schau es dir selbst an. Unser Animationskanal Persönliches Tagebuch enthüllt die dunkelsten Geheimnisse. Vergiss nicht zu abonnieren.